Refunk ist eine Methode, um alles, was die Menschen nicht länger glauben zu brauchen, funktionell umzudrehen und ein völlig neues Licht zu tauchen, mit ganz viel Inspiration neue Funktionen zu schaffen. In diesem Sinne habe ich ein ehemaliges Futtersilo als Mikrowohnung umgebaut. Das Silo hat 13 Quadratmeter. Wir haben es damals von einem Bauern bekommen. Und ich habe das Silo noch nie als Haus irgendwo entdeckt. So hat mich das fasziniert und inspiriert. Es hat einen gewissen Sex-Appeal, es hat einen Maßstab von einem Menschen. Man weiß, ein Mensch passt da rein. Da hat so eine Art Stimme gerufen, da würde ich wahnsinnig gerne Architektur draus machen. Das Silo wird gerade von mir und meinem Team renoviert. Ich habe 2,5 Jahre mit meiner Tochter in unserem selbstgebauten Wohnsilo gewohnt. Das Silo hat 3 Etagen, einen Keller mit Bibliothek, eine beheizte Badewanne im Wohnbereich mit Küche. Über die Kletterwand kommt man in die Schlafetage, wo wir einen Mini-Balkon haben und einen Skylight für den Ausblick und dass man die Sterne nachts sehen kann. In der Wohnung lebt man horizontal. Das heißt, wir haben uns dazu entschieden, vertikal zu leben. 30, 40, 50 Mal am Tag die Kletterwand. Das heißt, das verändert dich als Mensch, das verändert deinen Körper, das verändert dein Denken. Man hat fast immer mehr Platz, als man braucht. Ich trinke gerne Tee, so kommt man dann irgendwann durch viel Querdenken drauf, dass man ein Teehaus bauen könnte. 3 Quadratmeter, viel zu klein, aber es passen 12 Leute rein. Man kann dort meditative Momente verbringen, man kann dort Gespräche führen, man kann dort Besprechungen machen. Also es ist ein sehr universeller Raum. Wir brauchen eigentlich viel, viel weniger, als wir glauben und als wir haben. In unserem Labor forschen wir an der Umfunktionierung von Holz, Kunststoff, Metall. Alles, was du dir vorstellen kannst und was Restmaterial geworden ist, kann wieder was Neues werden. Wir haben schon sehr viele Beispiele gesehen, wo Leute einfach nur wow! Und das ist genau dieses Bauchgefühl, wo Leute mit Begeisterung etwas Altes sehen, wie es etwas Neues wird. Diese Inspiration bringt dann so ein bisschen Umdenken in Gang. Und das ist genau das, wo wir hinwollen, dass jeder eben Bewusstsein hat, was er kauft, warum er es kauft und was er danach machen will mit diesem wunderschönen Material. Come on, yeah, 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 yeah.